Hey Freunde, willkommen zu Woche 7 mit dem VR-Box 66 im Kaukasus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Lage hat sich seit letzter Woche minimal geändert und wir haben heute gleich zwei Aufträge an einem Abend, aber der Reihe nach. Zuerst gibt es zwei Artikel aus der Lokalzeitung. Macht gerne Pause, wenn ihr die vollständig lesen möchtet. Beide Artikel sind quasi direkte Reaktionen auf den Vorfall aus dem letzten Video. Ihr erinnert euch an die Abholung der Army-Leute aus dem Kongresszentrum in Gali, die wir ein wenig am Rande mitbekommen haben. Und ihr erinnert euch auch, dass es zunehmend bewaffneter und gewaltbereiter zugeht. Als Reaktion von unserer Seite aus hängt jetzt eine TFR, eine Temporary Flight Restriction, über Abkhazien. Wir möchten nicht weiter zur Eskalation beitragen und fliegen daher vorerst nicht mehr darüber. Da die Abkhazier das auch nicht toll finden, dass wir darüber fliegen, haben sie scheinbar ein Radar aufgestellt, um in Anführungsstrichen Flugbewegungen zu verfolgen. So zumindest sagte es der eine Zeitungsartikel. Und das ist auch schon unser erster Auftrag für heute. Wir sollen besagtes Radar per Triangulation lokalisieren. Das fliegen heute Donner als meine Nummer 2 und ich. Der zweite Auftrag ist eine Show of Presence. Irgendjemand mit Sternen auf der Schulter ist gerade in Senaki und wir sollen alle gemeinsam einmal dicht gestaffelt drüber fliegen. Yay. Da die Uhren in-game für uns ziemlich desynchron waren zu der Zeit, scheinbar haben sie in der 10 die Zeit angezeigt, die seit dem Einstieg ins Cockpit vergangen ist, haben wir uns ausnahmsweise mal an der Realzeit orientiert. Der Überflug sollte für uns abends um 21 Uhr realer Zeit stattfinden, wobei wir uns ab 20.45 Uhr schon an einem Sammelpunkt einfinden wollten. Für unseren Flugplan, für Donner und meinen Flugplan, habe ich mit einem Start um 19.45 Uhr gerechnet. Wir fangen bei uns üblicherweise den gesamten Abend um 19.15 Uhr mit einem Briefing an. Wir haben also eine halbe Stunde zum Briefen und Anlassen der Maschine und in der Luft haben wir dann sozusagen nur eine Stunde Zeit, um die Radarquelle zu finden und wieder zum Sammelpunkt zu fliegen. Je nachdem, wo die steht, ist das absolut nicht viel Zeit. Na, da haben wir ja schon eine Viertelstunde Zeit gut gemacht, super. Wer kann, der kann. Wir sind um ziemlich genau 19.30 Uhr aus dem Hangar rausgerollt und damit haben wir schon eine Viertelstunde gut gemacht, mehr oder weniger, weil wir das Briefing vorher schon schriftlich gemacht haben und Triangulation eines Radars war uns auch nicht ganz neu, mussten wir also auch nicht mehr komplett durchgehen. Unser Flugplan sieht vor, dass wir Richtung Osten starten, das gibt die Windrichtung vor, und dann drehen wir auch schon direkt nach Norden und fliegen entlang der abchasisch-georgischen Grenze Richtung Küste. Über dem Wasser drehen wir dann nach Nord-Nordwest und fliegen die Küste entlang und gucken dann mal, wo das Radar hoffentlich irgendwo aufploppt. Die einzige Intel, die wir vorab bekommen haben, ist, dass es sich mutmaßlich um die Radarsignatur eines Roland-Systems handelt. Das heißt, wir werden vermutlich ein RO auf dem AWA sehen und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Links ist gut, rechts ist nicht gut, weil rechts kann schießen. Und weil die Gefahr besteht, dass wir beschossen werden, gab es ein etwas ausführlicheres Gegenmaßnahmenbriefing. Und weil man uns nicht hören soll, was wir da rausfinden, sind wir auf dem Aft-Funkgerät auch noch verschlüsselt unterwegs. Also nicht über kleine Piepse später wundern. Wenn du magst, kannst du schon auf Channel 4 gehen. Wir machen gleich einen Element-Takeoff. Super, ne? Richtig ungut. Weil heute wirklich viel zu tun ist, überspringe ich aus Zeitgründen mal den kompletten Takeoff, auch wenn es schon schön war, mal Richtung Sonnenaufgang zu starten, ohne dass da eine fette Wolkendecke drüber hängt. Wir hatten endlich mal wieder, naja, so ziemlich klaren Himmel, hier und da mal ein vereinzeltes Wölkchen. Alrighty, let's switch to aft and go secure from now on.
kurz nach dem Takeoff sind wir gemäß Flugplan nach Norden gedreht, sind ganz gemütlich gestiegen. Ich glaube, wir wollten auf Flight Level 200 oder sowas. Wir waren auch ziemlich leicht beladen, wenn auch mit ein bisschen mehr Treibstoff als ursprünglich geplant, damit wir einfach so eine gewisse Geschwindigkeitsreserve haben. Wir sind ja heute sehr, ja, wir sind ja zeitlich sehr durchgeplant heute. Wir müssen ja zu einer bestimmten Zeit an einem Rendezvous-Punkt, an einem Marshall-Point sein, um diesen Überflug zu gewährleisten. Und naja, wir sind auf jeden Fall erstmal auf verschlüsselten Funk gewechselt, damit keiner uns irgendwie abhören kann. Aber dann ist doch erstmal eine Zeit lang einfach nichts passiert. Also wir sind noch eine gute Viertelstunde unserem Flugplan einfach weiter gefolgt. Das überspringe ich jetzt auch einfach mal. Und als wir mehr oder weniger gerade eben feet wet waren, als wir gerade eben über dem Wasser waren und nach Nordwesten eingedreht haben, um die Küstenlinie entlang zu fliegen. And one is mud, 2 o'clock, Roland. Alright, let the show begin to go combat trail. Da war dann also endlich das Roland-System. Unser Plan jetzt war, dass Donner in eine Combat Trail geht, damit er da auch im Cockpit arbeiten kann. Und wir machen dann ein bisschen Magie mit Markpoints und Offset Waypoints, um uns auf dem TED einen Flugplan zusammenzuschrauben, bei dem zwei sich kreuzende Linien dann hoffentlich, na, so ein bisschen das X markiert den Charts. Na, dann können wir eigentlich direkt hier mal den ersten Mark machen, wa? Theoretisch ja. Dann machen wir das doch mal. Schritt 1, die Radarquelle auf die Tree 9 Line legen. Also entweder genau auf 3 Uhr oder genau auf 9 Uhr. Aufgrund der Flugrichtung habe ich mich hier für 3 Uhr entschieden. Wir dürfen ja nicht über abrasisches Land fliegen. ITT 550. Schritt 2, das Heading so genau wie möglich herausfinden, denn das brauche ich gleich für einen Offset Waypoint. Da nehme ich die CDU zu Hilfe. Schritt 3, Markpoint anlegen, wenn der Sender genau auf 3 oder 9 Uhr ist. And one's got a Markpoint. Ja, ich lege mir schon mal einen Offset Waypoint an. Schritt 4, Offset Waypoint anlegen. Und zwar genau in Richtung 3 oder 9 Uhr. Da es bei mir hier 3 Uhr war, also das Heading, was ich mir gerade habe anzeigen lassen, plus 90 Grad. Damit habe ich schon mal zwei Punkte, die ich schon mal gedanklich mit einer Linie verbinden kann. Nämlich den Markpoint zu genau der Position, als der Sender auf der 3 Uhr war, und ein Punkt in genau Richtung 3 Uhr für, ich glaube, ich habe 100 Meilen oder sowas genommen. Wenn ich vom Augenmaß erraten müsste, würde ich sagen, irgendwo in der Nähe des Flughafens. Flughafen Sukumi meinst du aber, ne? Affirmative, oder irgendwo in der Stadt. Ja, vermutlich dazwischen irgendwo. And turning right. Okay, dann fliegen wir erstmal ein paar Meilen weiter geradeaus, so 5 Minütchen oder sowas, und dann machen wir mal den nächsten Mark. Alles klar, du bist coming up on a. Schritt 5, die Schritte 1 bis 4 an einer anderen Position wiederholen. Schritt 6, die angelegten Markpoints und Offsetpoints geschickt zu einem Flugplan zusammenfügen, sodass man im TED eine zwei Linien sieht, die sich kreuzen, und wenn man das sehr exakt und richtig gemacht hat, ist genau an dem Punkt, wo sich beide Linien kreuzen, die Radarquelle. Ich ziehe den Schritt hier gerade schon einen vor und verbinde erstmal ersten Markpoint mit erstem Offsetpoint. Ja, also meine Linie vom Markpoint zum Offset geht genau zwischen Flughafen und Stadt her. Und das ganze Spielchen mit Markpoint und Offset Waypointen nochmal von vorne. And Mark.
Jetzt habe ich im TED einen wunderschönen Schnittpunkt zwischen Mark Point 1 und Offset Waypoint 1 und Mark Point 2 und Offset Waypoint 2. Genau da, wo ich jetzt mit dem Cursor bin. Und ziemlich genau da sollte, wenn ich das exakt gemacht habe, ziemlich genau da sollte die Radarquelle stehen. Ich lege jetzt genau auf dem Schnittpunkt noch einen Markpoint an, damit ich den TGP da relativ zügig einmal draufsluhen kann. Und dann schlage ich vor, drehen wir jetzt nach rechts rum und gucken mal, ob wir ein Picture kriegen. Oh, one's coming right. Bei mir steht sie etwas in den Bergen. Ich drehe nochmal nach rechts. Ich mache mir nochmal einen Point. Ja, nö. Wir haben uns da ein paar Minuten schön die Gegend angeschaut, aber nichts wirklich gefunden. Also haben wir den Entschluss gefasst, dass wir einfach noch einen Markpoint setzen, um diese Stelle halt eher weiter zu präzisieren oder weiter einzugrenzen. Also das ganze Spielchen mit Offset, Waypoints und Markpoints nochmal von vorne, jetzt allerdings mit dem Sender auf der 9 Uhr. Wir fliegen ja schon wieder Richtung, gut Richtung Osten, vielleicht ein kleines bisschen nach Süden. Die Linie vom dritten Markpoint zum Offset Waypoint lag dann ein kleines bisschen weiter westlich des ursprünglichen Schnittpunkts, aber das hat das Suchgebiet dann ja ein bisschen besser eingegrenzt, so dass es gar nicht lang gedauert hat. Two tally. One tally. Copy, goes beyond. One is beyond. Tja, das sieht wohl nicht so aus wie Roland Variante 1 mit der Schüssel an dem langen Ausleger, an dem langen Kran. Das sieht eher aus wie Roland Variante 2, die potenziell gefährlich sein kann, weil sie potenziell schießen kann. Die gute Nachricht ist, das AWR dreht nicht am Rad. Wir werden nicht komplett aufgeschaltet. Wir haben aber auch unseren guten Abstand bewahrt mit entsprechender Höhe und entsprechendem Sicherheitsabstand dabei. Aber nichtsdestotrotz, als Aufklärungsergebnis reicht uns das. Wir haben feierlich Screenshots gemacht von den Displays, vor allen Dingen vom TGP, weil man da schön die Koordinaten am unteren Ende sieht. Hier mache ich nochmal eben Screenshots vom TED, damit man die Position des Radarsystems einmal so richtig auf der Karte sehen kann und das auch mal irgendwie als Aufklärungsergebnis festhalten kann. Aber das war es dann für den ersten Teil der Mission. Der zweite Teil der Mission für unseren heutigen Abend ist die Show of Presence über Senaki. Wir haben uns dazu um 20.45 Uhr Realzeit an einem Sammelpunkt verabredet, damit wir noch ein paar Minuten Puffer haben. Die Stelle hier im Video, als wir gerade die Bilder von dem Roland-System geschossen haben, das war so ungefähr 20 Uhr. Das heißt also, Donner und ich hatten noch eine gute Dreiviertelstunde Zeit. Alles ganz entspannt und ich kann die Zeit nutzen, euch zu briefen, wie wir den Überflug geplant haben. Der Wind kam aus Osten und wir wollten direkt nach dem Überflug ins Pattern und landen, also findet der Überflug über Piste 09 statt. Nun sollte es recht dicht gestaffelt sein. Wir waren 3 oder 4 Helikopter und 8 Hawks, wenn ich mich recht erinnere. Die Hawks sollten als 2 Forship-Flights in einer normalen Finger 4 hintereinander fliegen auf 500 Fuß AGL über der Piste. Die Helis sollten auf 100 AGL fliegen. Damit wir zusammen um exakt 21 Uhr über die Piste fliegen, haben wir uns 2 Marshall Points gesetzt.
jeweils in Verlängerung der Centerline der Piste. Für die Hawks bei DME 10 des Tarkan-Senders von Senaki, für die Yuis bei DME 4. Von dort aus brauchen alle Teilnehmer exakt 3 Minuten zum Tarkan-Sender, wenn die Hawks mit 200 Knoten Groundspeed fliegen und die Yuis mit 80 Knoten Groundspeed. Das heißt, Push-Time für uns war um exakt 20.57 Uhr realer Zeit. Eine Verzögerung von bis zu 5 Minuten wäre nach unserem Briefing akzeptabel gewesen und hätte über eine gemeinsame Frequenz angesagt werden können, aber das ist glücklicherweise nicht passiert. So viel zum Briefing. Eigentlich ganz einfach, bei über einen gewissen Punkt zu einer gewissen Zeit fliegen und dann einfach mit einer bestimmten Geschwindigkeit über die Runway in einer bestimmten Höhe brettern. Das ist alles kein Hexenwerk. Wer den Fehler im Briefing findet, bevor ich ihn später nenne, der hat gewonnen oder so. Ich weiß auch nicht, denn der Überflug lief aus zweierlei Gründen nicht glatt, wobei wir nur für den einen Grund was können. Wir steigen wieder ein, kurz bevor wir über den Marshall Point fliegen. Ich fliege mit einem Foreship Flight voraus, wir haben uns da im Flug so ein bisschen zusammengefunden und ein anderer Foreship Flight hängt noch hinter mir. Mach 2 ist pushing from the Marshall inbound. Mach 3 Mach 2 decelerating 200 ground speed. Lifter one passing overhead. Na, die waren aber niedrig. Meine Fresse ist die Scheiße laut. Meine Fresse, seid ihr langsam. Ich hab das Timing nicht gemacht. Big Fire and Smoke north of the airport. Ich dachte, ich bin der Einzige, der das sieht. Fast so. We're turning away smoke on the apron. Mach 2 is visual, we are turning away, no overflight, lifter 1, and turn away south. Alrighty, seems like someone screwed up our plans. Mach 2 and Tempo 3 are climbing away due south. Lifter 1's turn away south and gain some distance. We will plan something out. Lifter 1, we have a fuel for approximately 20 minutes and we can recon the fire area if you want to. Lifter 1 standby. Lifter 1 will standby in the south of the runway. Lifter 1, can you work out if Kutaisi or Koboleti are in reach? Lifter 1, for us, Kutaisi is in reach. Yeah, I think so. Lifter 1, divert to Kutaisi.
Mr. Wagenbilder, we're to Kutaisi, and for your information, we have a big crater just in the north west of the apron with fire. Mark 2-1 copies. Hippo 3-1, make a fuel check, give me your maximum fuel state. Lowest fuel 3600. What's your highest fuel? 4000. Has the aircraft with 4000 TGP on board? And 2-2 are the only ones with the TGP. We have 2,900 left. That's a little bit too less. Mach 2, Hippo 3, we are diverting to Batumi. Kutaisi is a little too few distance for us. Kutaisi TMA Mach 3 with you, with a Hippo 3 in a trail passing your airspace on our way to divert to Batumi. Ja nun, das sind sehr viele Gedanken, die einem da dann auf einmal durch den Kopf schießen, aber von Anfang an. Was war denn das da mit den Helis gerade? Warum sind wir denen denn fast hinten raufgefahren? Das war der Fehler aus dem Briefing, denn ich habe das Ganze geplant und ich habe ja mehr oder weniger einfach vorausgesetzt, dass die Yui einen Tarkan-Sender hat, den sie nicht hatte. Ha, doof. Deshalb, das haben wir hinterher im Tagview gesehen, sind die Helis, als wir über unseren Marshall Point geflogen sind für die Warthogs, sind die Helis nicht bei DME 4 gewesen, sondern so bei DME 5 3/4. Und aus dieser 1/3-Meile-Versatz resultierte dann der, naja, nahezu Zusammenstoß würde ich es jetzt auch nicht nennen. Da war noch genug Luft und wir haben die ja erst rein gesehen vor uns. Das war kein Problem. Wir haben den halt nur mal kurz unsere Abgase hingehalten. Also das war der Fehler aus dem Briefing. Nun gut, dann diese riesige Explosion, die ich gar nicht wirklich gesehen habe, weil das gerade irgendwie hinter meiner B-Säule war. Ich habe nur auf einmal diese Rauchsäule, diese riesige Rauchsäule da ins Bild flitzen gesehen. Und ja, das sind wirklich, da rauscht einem so unglaublich viel durch den Kopf. Meine erste Reaktion war, okay, irgendwas ist da passiert, wir fliegen da jetzt nicht drüber, weil ich weiß nicht, was da hochgegangen ist. Irgendwas ist da ja ganz offensichtlich hochgegangen, deshalb erstmal nach Süden abdrehen, Distanz gewinnen. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 in meinem Kopf war dann, okay, Helis 20 Minuten Fuelstate, wohin kann ich die schicken? Koboleti, Kutaisi wären angebracht, ja, dann weg mit denen nach Kutaisi, einen Punkt weniger zum drum kümmern. Schritt Nummer 3, die Frage nach Fuel State und TGPs, das war so in meinem Kopf der Gedanke, ich hätte gerne Bilder davon gehabt, aus einer sicheren Distanz. Also nicht per Mark 1 Eyeball, weil keine Ahnung, was da unten hochgegangen ist. Ich kann nur meine Ängste aus den letzten Folgen wiederholen, dass da irgendeiner noch so einen Raketenwerfer in der Garage rumfliegen hatte. Das wäre echt doof gewesen, deshalb die Frage nach Fuel State und TGP. Jetzt waren Donner und ich die einzigen, die ein TGP dabei hatten, aber da ich ja jetzt offensichtlich wusste, wir diverten irgendwo hin, ich werde einen Teufel tun und auf Senaki landen, nachdem da unten alles hochgegangen ist, war mir mein Fuel State eigentlich schon zu niedrig.
dass ich weiß gar nicht, mit wie viel ich gelandet bin. Das müsste ich gleich mal gucken. Ich glaube aber, ich habe die Reserve schon angeknapst und ja, mit dahin noch bis nach Batumi, schlecht. Unsere eigentlichen offiziellen Diverts wären Kutaisi oder Vatsiani gewesen. Kutaisi war mir eigentlich zu nah dran. Ich hatte auch eigentlich gar nicht so ein richtig gutes Gefühl, die Helis dahin zu schicken, und Vatsiani war mir viel zu weit weg. Deshalb haben wir uns für den internationalen, wenn auch zivilen Flughafen Batumi entschieden. Also habe ich mich dann in Flight eben schnell dafür entschieden. Da musste ja relativ schnell ein Plan her. Wir waren ja immerhin mit 8 Maschinen in der Luft und so richtig viel Treibstoff hatten wir halt auch alle nicht mehr. In Batumi gab es dann nur das Problem, ja, da ist halt auch ziemlich viel zivile Fliegerei. Das haben wir auf dem Anflug dann auch ganz, ganz deutlich zu spüren gekriegt. Hyper 31, go ahead for Mach 2 1. What is your intention with Hyper 4 flight? Do you land one by one and then we will follow, or should we sneak in? Hyper 3, Mach 2 3, second element. We intend to go one circle and then land behind first element. Okay, Roger, that's we will orbit and land after you. One is three is turning right. Batumi TMA, next try. Mach 2, 1 is 5 nautical west of Batumi, pushing Batumi Tower, goodbye. Batumi Tower, Mach 2, 1 on final, 5 nauticals out. Tree and Mach 2 fly. There might be civilian airplanes around. If you see anything like a civilian airplane, just go around. Tower Mach 2 1 going around, traffic in final. And since the airline is not going to make it, 2 also going around behind 1. Tower Mach 2 is going around behind Mach 2 1. Airliner just touched down. Copy that. Gut, dass ich ein bisschen rechtes Line-Up hatte, sonst wäre der jetzt voll rein. Ja, gut gesehen. Ich guck mal, dass ich mich zwischen 4-2 quetsche. Batumi Tower Mach 2 1 downwind for the active runway. I'm planning on squeezing in before Hippo 2. Copy
C-Track ist dir geläufig, ne? Two ist mir geläufig, Speedbrakes raus, auf dein Kommando, um da Abstand aufzubauen. Genau, auch unterbremsen auf 150 Knoten und dann noch den letzten Meilen kannst du auf Approach Speed runtergehen. Two. Not one, but base one by 13. Ganz genau. Four, go, VMC Drag. Four. So, Eisfall, geht sich das aus, dass ich mich jetzt noch einquetsche? Ja, ich glaube, das wird zu knapp. Guck mal, dass du dich hinter Siemens einsortierst. Zumindest denke ich, da könntest du vielleicht noch reinpassen. Ja, die donnern ziemlich rein gerade. Da pflanze ich mich hinter Siemens rein. Wobei Bowen kommt da auch ziemlich flott rein, glaube ich. Batumi Tower Mach 2, 120 Final Runway 13. Go mit Channel 9 Preset 9er. Altitude, so. Altitude. Batumi Tower Mach 2, 328 and Charlie, Final Approach Runway 13, Runway Inside. And 4 miles out. And turning right for lineup behind 4. 3-4, what's the soft side, cold side? 4, we can land center line. Center line for 4, thanks. Ich sag ja, ziviler Traffic. Keine Ahnung, was die KI da geritten hat. Das war definitiv KI, das war keiner von uns, aber die ist keinen Millimeter zur Seite gewichen und gefühlt sind die erst bei, ich weiß nicht, 2 Meilen vor dem Aufsetzen oder so, gehen die mal mit der Geschwindigkeit runter. Also der muss echt von hinten total angekachelt gekommen sein. Wir haben hinter im Tech-View gesehen, der ist wirklich haarscharf links oder rechts an Donner vorbeigekachelt. Ist ein Wunder, dass der den nicht mitgenommen hat und gut, dass Donner mir Bescheid gesagt hat, sonst wäre der mir auch noch hinten reingerasselt. Warte mit Tower Mach 2 1, clear of runway 13 at Alpha. Batumi Mach 2-3 Element, short final, runway 13. Batumi Tower Mach 2-2 is lined up behind 2-4. Batumi Tower hit Mach 2-4 is on short final, runway 13. Batumi Tower, Hippo, 3 Flight Forward in Charlie. On the final for the traffic pattern, runway 09. Four touchdown. Mann, jetzt bin ich total paranoid wegen Zielflugzeugen. Ich sehe keine im Approach. Im Moment alles gut. Switching to cold side to the left. Atomic Tower, Mach 3, correction, Mach 2-3 element, leaving the active via Alpha. Und damit sind wir auch am Ende angelangt für heute. Das war ja ziemlich nervenaufreibend für mich, jedenfalls, der ich das Ganze geflogen bin. Erst so ein Radar aufklären und dann explodiert auf einmal alles und man muss ganz spontan umplanen. Na, ich bin gespannt, was dabei noch rauskommt und wie sich die Situation weiterentwickelt. Das sieht ja nicht gerade rosig aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich verbleibe, wie ich immer verbleibe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.